ihr Süßen, wir starten direkt. Heute zeige ich euch ein richtig geiles, leckeres Lotus-Eis, cremig, ohne Eismaschine. Wir brauchen Form, egal welche. Ihr könnt es in eine Custom-Form machen, hier bitte aber Backpapier. Wenn ihr solche Silikondinger habt, könnt ihr die auch benutzen, da braucht ihr zum Beispiel gar nichts. Oder ihr macht einzelne Portionen, wenn ihr solche Muffin habt. Könnt ihr machen, wo ihr wollt. Oder ihr habt diese Eishilfe. Natürlich Lotuscreme. Ich werde das ganze Glas benutzen. Ich werde nur so einen Esslöffel mir zur Seite lassen für die Deko. Kekse ist optional. Da könnt ihr Kekse reinmachen als Crunch oder ihr lässt es nur cremig und dekoriert mit Kekse. Und natürlich frische kalte Sahne. Die habe ich gerade rausgeholt. Die tue ich jetzt schön steif schlagen. So, meine Sahne ist steif geschlagen. So sieht's aus. Jetzt kommt meine Creme da rein. Ja, wie gesagt, einen Esslöffel lasse ich mir zur Seite als Deko. Jetzt kommt alles gut rein. Und dann wird das nochmal mit dem Handrührgerät nur auf Stufe 1 einfach nur zusammen gemischt zum Verbinden. So sieht das Ganze aus. Meine Masse ist durchgemischt. So sieht das aus. Es ist natürlich jetzt sehr heiß, also müsst ihr aufpassen mit der kalten Sahne. Aber es passt alles wunderbar. Lotuscreme natürlich bitte nicht erwärmen, sonst macht ihr euch die Sahne kaputt. Also, ich nehme jetzt die Form. Ich zeige euch das einfach mal hier. Hier kennt ihr das schon. Hier bitte Backpapier rein. Hier mache ich gar nichts. Ich gebe jetzt erstmal einen Teil nach unten. Und ich habe jetzt überlegt, ich lasse die Kekse jetzt so und gebe sie einfach so schichtweise rein. Ihr könnt sie reinbröseln, wenn ihr diese Kekse als Crunch hier nicht drin haben wollt, sondern wirklich nur ein cremiges Eis, dann lässt es weg. Ist gar keine Frage. Nur das ist ganz wichtig. Aber ich muss ehrlich zugeben, mein Bruder, der liebt mich so sehr und er weiß, dass ich diese Kekse so sehr liebe. Und er kauft mir immer diese Kekse und ich will sie jetzt einfach mal losbekommen. Darum tue ich sie jetzt in meinen Eis schön reinschichten. Ja. So sieht das aus. Jetzt kommt meine letzte Schicht rein. Ihr macht es quasi wie so eine Lasagne-Schichten. Ja, ganz easy und einfach. Mengenangaben gibt es hier nicht. Mögt ihr sie nicht, lässt ihr sie weg. Ihr könnt mehr reinmachen, weniger nach eurem Geschmack. Das ist hier die Basis. So, ich bin fertig. Meine Creme ist fertig. Kekse sind mir noch übrig geblieben, aber ist nicht schlimm. Die brösel ich dann zur Deko oben drauf. Ganz wichtig, die letzte Schicht, die macht ihr bitte natürlich hier schön glatt streichen, weil das ist natürlich, wenn wir es natürlich umdrehen, ist das unser Boden, dass wir da eine schöne, glatte Fläche haben. Ja, das war's. Simpel, einfach. Das kommt jetzt in den Gefrierschrank, mindestens über Nacht. Den könnt ihr dann am nächsten Tag stürzen, essen, genießen, euch immer eine Scheibe abschneiden. Ihr könnt das wochenlang vorbereiten, einfach so im Tiefkühler lagern. Ich werde es aber später ein bisschen zudecken mit einem Backpapier. Und ja, macht es nach, es ist lecker. Ich zeige euch dann in ein paar Tagen, wenn wir es servieren, wie es dann aussieht. So, ihr Süßen, ich muss ehrlich zugeben, ich weiß nicht, wo ich stehen geblieben bin. Es ist schon eine Woche her oder sogar zwei Wochen her, aber wir hatten Besuch. Ich war unterwegs und haben eigentlich gar nicht geschafft, dieses wunderbare Eis zu essen. Ich habe es aber jetzt rausgeholt, weil wir kriegen gleich Besuch und dann kann ich es servieren. Einfach rausstürzen durch das Silikon, seht ihr, klappt wunderbar. Nehmt ihr eine andere Form, bitte mit Backpapier auslegen, aber das glaube ich, habe ich bestimmt im Video gesagt. Hier habe ich meine meine restliche Lotuscreme, die habe ich gerade ein bisschen erwärmt. Die gebe ich jetzt einfach als Deko oben drauf mit ein paar nochmal Kekse, die habe ich zerkleinert. Und das war's. Simpel, einfach und lecker. Und habe ich was vergessen im Video, steht es unten in der Infobox. Genauso wie die Zutatenliste am Anfang. Ich hoffe, ich kann euch noch zeigen, wie es angeschnitten aussieht. Es ist natürlich jetzt hart und fest. Es kam gerade aus dem Gefrierschrank. Aber wenn ihr das 10 Minuten, 15 Minuten so ein bisschen stehen lässt, könnt ihr das gut durchschneiden. Und ihr habt ein richtig geiles, cremiges Eis. Wirklich, verspreche ich euch. Und das ohne Eismaschine, ohne nichts. Und gerade jetzt im Sommer, gerade bei Geburtstagen feiern, finde ich das so super. Ihr könnt das wochenlang vorbereiten, im Kühlschrank lagern und dann rausholen, wenn ihr es braucht. Ihr könnt auch die Form abmachen und das Ganze in Backpapier einwickeln und im Backpapier lagern und dann rausholen, wenn ihr es servieren wollt. Ja, ist einfach mal was anderes wie immer nur Kuchen und Torte. Also ihr Lieben, viel Spaß beim Nachmachen.